Hallo, in meinem heutigen Video geht es um meine große Freude und Inspiration aus meiner Kindheit. Und zwar um die Bessie Comics. Mein erstes Heft, das weiß ich noch ganz genau, das war der Band 64. Den habe ich 1967 bekommen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht lesen. Ich war kurz vor der Einschulung, habe mir also die Bilderstories angeschaut. Und natürlich war das Interesse groß, die Geschichte dann auch lesen zu können. Das hat dann noch nicht lange gedauert, bis ich in die erste Klasse gekommen bin. Und diese Bessie Comics, das war für mich ein Fantasiebringer. Die Geschichte dreht sich um den kanadischen Farmersohn Andy Caillou und seine Collie-Hündin Bessie, die im Wilden Westen des vergangenen Jahrhunderts da große Abenteuer bestehen, von, sag ich mal, von Alaska bis runter nach Mexiko. Und angefangen hat das Ganze in Deutschland mit den Bessie Comics 1965. Da wurden sie das erste Mal vom Bastei Verlag hier in Deutschland verlegt, herausgebracht. Währenddessen in Belgien die Geschichte von Bessie 1952 begann, als Fortsetzungsgeschichte in Tageszeitungen. Ein gewisser Willy Wandersteen, der hat ein großes Comicstudio gehabt, und sein Zeichner Karel Verschure haben da in Fortsetzungsgeschichten diese Bessie-Story in Zeitungen abgedruckt, später auch als ganze Comics herausgebracht. In Deutschland wurden sie zuerst in Felix-Heften auch als kleine Fortsetzungsgeschichten abgedruckt, dann ab 1965 als eigenes Comic. Ich kann euch mal das Nummer 1 zeigen. Und dieses hier, Band Nummer 1. Kurzer Blick aufs Titelblatt. Das war das einzige Titelblatt, das noch nicht von dem legendären Illustrator Klaus Dill gemahlen wurde. Der hat da wöchentlich wirklich, oder zweiwöchentlich, im jeweiligen Rhythmus, wie das Comic erschien. Das war zuerst vierwöchentlich, zweiwöchentlich und dann wöchentlich. Ganz tolle Titelbilder illustriert und gemahlen. Ich zeige euch da mal eins so als Beispiel. Da war also Dynamik drin. War ganz toll gezeichnet. Allein die Bilder haben mich schon fasziniert. Das ist ja eine frühe Ausgabe, Band 21. Ihr seht hier oben die Schrift noch in weiß. Die ist später gelb geworden. Und diese Hefte waren noch von Karel Verschure gemahlen, der sehr detailliert gemahlen hat. Hier zum Beispiel, ich sehe, wie das Pferd stürzt, also wirklich ganz toll illustriert und gemalt. Es waren Geschichten über Gerechtigkeit, Treue, Natur und der Kampf Gut gegen Böse. Es gab meistens einen guten Part und einen bösen Part. Und am Schluss war die Geschichte immer abgeschlossen, das heißt, es gab keine Fortsetzungen. Was natürlich waren die Hefte schwer zu bekommen. Sagen wir mal so, ich habe jahrelang versucht, da irgendwo meine Sammlung ein bisschen zu vervollständigen. Es war damals eigentlich so gut wie unmöglich. Ab und zu mal am Flohmarkt eins, die waren alle sehr abgegriffen und kaputt gelesen. Die meisten gingen durch viele Hände, waren also irgendwann am Ende. Und ich habe da über Jahre versucht, da besonders die Hefte 1 bis 100 zu vervollständigen. Das ist mir nachher eigentlich erst gelungen, als eBay groß wurde. Da kamen nachher immer mehr Hefte rein und man konnte so nach und nach seine Sammlung vervollständigen. Mittlerweile erzielen diese Hefte enorme Preise, gerade die ersten Zahlen, so sage ich mal von 1 bis 30, muss man richtig Geld hinlegen, wenn man ein gutes Exemplar haben will. Ich habe jetzt den Comic-Katalog nicht zur Hand, ich muss mal schauen, ich habe irgendwo einen von, ich weiß nicht aus welchem Jahr der ist, ich habe mir jetzt nicht zur Hand, hätte ich vorher raussuchen sollen. Aber gerade so ein Heft wie die Nummer 1, das ist ja in nicht besonders guten Zustand und ist aus einem Sammelband entfernt. Also das schmälert den Wert natürlich enorm, aber das geht dann schon, sage ich mal,
etliche 100 Euro für so ein Heft. Jahre später, 1995 ungefähr, hat dann zu meiner Freude der Hethke Verlag eine Klassikserie aufgelegt. Da erschienen nachher die ganzen Abenteuer, die ganzen Geschichten nochmal neu, gedruckt, nachgedruckt. Und das Schöne war, da waren viel mehr Geschichten vorhanden, als ich kannte von Deutschland. Da wurden also diese ersten belgischen Abenteuer auch alle wieder aufgelegt und ins Deutsche übersetzt. Also ich habe da, sage ich mal, ich habe die Zahl jetzt im Kopf, sehr, sehr viele Abenteuer und Geschichten nachher noch lesen und anschauen können, die wo es in meiner Kindheit gar nicht in Deutschland zu kaufen gab. Ich schätze, die deutschen Hefte haben angefangen irgendwann, so mit der Zahl, da gab es 50 Geschichten vorher in Belgien und die sind in Deutschland nie erschienen. Das war dann der große Doppelband, der wonach kam. Da waren dann immer zwei Geschichten drin. Titelbilder wieder alle von Karl Dill illustriert. Die habe ich mir dann nach und nach auch alle besorgt. Ich habe mittlerweile das, was ich haben wollte, alles in einer Kiste verpackt. Ab und zu grabe ich sie mal wieder raus und lese mal wieder eins durch. Es war wirklich das Comic meiner Jugend, das mich da am meisten irgendwo inspiriert hat. Da gab es noch andere, die werde ich vielleicht mal vorstellen. Ihr kennt ja alle noch Sigurd, Nick, Tibor und vielleicht auch die Zack-Comics. Da will ich dann auch anders mal drüber erzählen. Gut. Vielleicht könnt ihr mir mal mailen, wer die Hefte noch kennt und wer die auch früher gelesen hat. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe tagtäglich durch die Straßen meiner schönen großen Stadt und ich spüre dabei den Pulsschlag meiner Zeit. Ich lebe mein Leben, doch ich lebe es auf ganz besondere Art. Wenn's mich packt, dann reiß ich aus und geh auf Fahrt. Ich sitz so gern